ich auch krass. Ne, ich will keinen helfen hier. Ich gehe zum Yam-Yam-Markt. Mal gucken, was der für uns hat. Ah, schon wieder Buendi. Die ist auf jeden Fall schneller als wir gewesen. Ah, die hätten auf jeden Fall ein bisschen mehr mit den Männchen arbeiten sollen, dass sie nicht immer überall auftauchen hier. Hey, ist das draußen? Welcome to the Yam-Yam Market. Achso, daneben. Aha. Was haben wir denn? Ted's Haus? I'm sorry, I'm sorry! Think I'm dumb? Who's dumb now? I'm dumb, real dumb! Hey, Ed Kid, help me out, please! Easy, Russell! Calm down, calm down! Sit! Good boy! Thank you, thank you! Jeez, that dumb kid's really strong! Dumb? Hey, be good! No! Be good! Not you, Einstein, not you! So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad, too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If he wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes. You got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Geil, wir nehmen erst mal Russell mit hier. Das ist immer geil. Warum soll ich zu Teds Haus gehen? Wo bin ich schneller als Russell? Obwohl jetzt nicht mehr auf einer Front, auf einer geraden Strecke, ist ein bisschen mies. Ich werde sowieso gleich geradeaus abkürzen, damit ich halt irgendwo hinkomme. Ich weiß ja nicht, wie Russell fährt. Fährt er da drüber? Ja. Naja, wir gehen. Geht auch schnell. Geht ja hier, sind ja knapp dahinter. Dann ist das schon okay. So, sollen wir jetzt wohl das Häuschen bewerfen? Scheint wohl so zu sein, ne? Damit wir den einen reinführen können. Und wir hätten, glaube ich, auch hinten umgehen können. Aber mit Russell, ey, erstmal schön ein bisschen Quatsch machen, ist auf jeden Fall geil. So, Russell. Jetzt können wir irgendwie Russell... Hey, ja. Na, jetzt kommt er auch mit. Genau. Wirf ein Ei in jedes offene Fenster. Kriegen wir hin. Inside Russell's thick skin, they are a warrior poet. Dear God, it's all over the wall. We'll find you yet. I don't care, find him. Oh no! Mother's favorite Mapplethorpe! I know you're out there! Hey guys, I found him! Crush! Who threw that egg? Russell, kümmere dich mal eben drum. I see him! Oh, yuck! It's all over the couch! I know you're out there! You, get out there and find him! Smash you! Smash Danke, Russell! You. Over here! Over here! Wo ist Russell? Oh oh. Hat er den aber voll mit ihren eingewirkt. Who threw that egg? I know you're out there. Who threw that egg? Russell is Bullworth Champion. Danke, Russell. Go out there and find the miscreant. Where are you going, loser? Do you know I'm a champ, right? You're... Russell smash! So, du hast es geschafft. Prep, Respekt, minus 15. Na, ist auch egal. Werf mal die Eier hinter mir her. Da war Pinky, oder nicht? Ja, Pinky. Ach, guck mal, da versuchen sie mir hinterher zu rennen. Kriegen sie auch schlecht hin, da ich mit dem Skateboard unterwegs bin. Halt, stopp. Noch ein Gartenzweck kaputt. Wie gesagt, wenn ich unterwegs welche finde, mache ich sie auf jeden Fall kaputt. Damit ich Brandys Aktion auch fertig machen kann. So. Einer am Strand und einer so weit da hinten. Okay, das kriegen wir aber hin. Beziehungsweise kriegen wir... Ah, nerv nicht.
wir am schnellsten zum Strand. Ah, da sind wir doch fast schon da. So. Was gibt's denn da hinten? Petey? Was hat denn Petey hier? Nein. Box-Herausforderung? So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. No, what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? Komm doch mit. You know what? Don't worry about it. Wenn er mitgeben kann, dann wird er eher gehen. Okay, zum Boxclub. Machen wir doch. Aber ich nehme mein Fahrrad mit. Schneit das gerade? Alter, warum schneit das gerade? Ich hasse es, wenn es schneit. Nein, nicht die Laterne knutschen. Oh, die macht aber Krach, die Bremse. Sag mal ölen. So. Betreten. Was gibt's denn jetzt hier? Ah. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Pauper. Of course. The best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Na, das ist Biff. Alles klar. E war, glaube ich, irgendwie ausweichen oder so. Hatte ich Biff nicht schon mal? Biff Taylor. Was ist los, Biff? Ah, der haut aber gleich richtig zu. Das sehe ich jetzt schon, ja. Okay, ich auf jeden Fall nicht die erste Runde kaputt, oder? Das wäre jetzt ein Wunder der Natur, dass ich den jetzt noch 10 Sekunden niederprügeln könnte. K.O. Geil, letzten Sekunden. Me. Who's the toughest? Me. Who's the man? Me. Me, losers. Me. The champion, number one. I killed the best. I will beat the rest. Yeah. What have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He's the new champion. Yeah, come on. Come on, man. Woo. You disgust me. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some guttersnipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Komm, es spielt schon ein bisschen unfair, oder? Ach hier. Die werfen öfters mit Eiern. Um wen muss ich mich jetzt hier noch kümmern hier? Na Chat, alles gut? Guck mal, hier Flitsche schon mal gehabt. So, next. You pathetic wretch, hiding behind your friends. I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Darby. Here's some more tactics for you, poor boy. I can't believe it.
Boah, wie soll ich dem denn ausweichen hier? Oh, Jungs, ey. Ich komme nicht gegen den an, anders. Not bad. Give me a hand in here, boys. Why doesn't Mom divorce the bum? Oh, well, I suppose I just have to give you a thrashing the old-fashioned way. Ah, krieg nix, krieg auch hier keine Nahrung. Ah. Oh, gibt's doch nicht. Das, ey. Give me a hand in here, boys. You're going to the poorhouse. My turn. Poor people. Come on. You did it. I know you grow did up. Punk. Sheesh. Ah. Ich hab nichts anderes hier. Out of my way. I know jiu-jitsu. Punk. Lay off. I'll put you in your place. Na geil, eine Cola. Eine zweite Cola wäre jetzt auch geil. Aber der gibt's doch nicht. Give me a hand in here, boys. You look a little scrambled. Well, I suppose I just have to give you a thrashing the old fashioned way. Just run away. Ah, ist nicht wahr, ey. You can run, but I can hire people to hunt you down. Das ist gleich wie mit Russell, ey. Da kriegst du einen Chalas, ey, wenn die dich angreifen. Hast versagt, ja, das ist doch zum Kotzen hier. Alright, you win. Ich kann doch nicht irgendwie blocken oder so, das ist immer blöd. You guys soften him up. I'll get it straight. Sollte mehr fair von den Krachern behalten hier. Jetzt hast du auch noch mehr weniger Leben hier. Ah, da kriegst du hier und da kriegst du schon einen auf die Fresse. Kann ich gleich schon wieder verknicken hier. Da visiert der auch nicht immer an, ey, das ist doch zum Kotzen hier. Feuerwerkskörper gleich direkt den an der Fresse hauen kann. You pathetic wretch, hiding behind your friends. I'm leveraging the assets I have and you don't. Boah, dein Gesicht, ne? So verzerrt manchmal. Here's some more tactics for you, poor boy. Get that buffoon. Sorry I had to come to this. I'm an excellent boxer, you know. You're gonna pay for this. Dass ich den auch nicht irgendwie ausweichen kann oder irgendwie. Nein, geht ja gar nichts.
I'm trained in Brazilian jiu-jitsu. Well, I suppose I just have to give you a thrashing the old-fashioned way. Ich kann die Fische wirklich nur komplett durchziehen, dann ziehe ich den richtig ein bisschen mehr Schaden ab. Anders geht's nicht. Weil ich kriege auch zu wenig Beam-Cola hier, dass ich mich wieder heilen kann. Chat, habe ich doch gerade was aus dem Maul gehauen. Komm, du spielst mit unfairen Mitteln, dann mach ich das nämlich auch. So. Und nun... Was willst du jetzt machen? So muss man spielen. Unfair. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. Good. That's right. Me. Now you girls learn to play nice. You understand? Geil. Preps haben wir sozusagen auch vernichtet, oder? Ah, er lädt. Eiswurf Kapitel 3. Er lädt, das könnte Kapitel 3 bzw. Kapitel 2 Ende gewesen sein. Ja, da ist es doch. Liebe ist ein seltsames Spiel. So it will surprise none of you to discover in a future life he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. Jawohl. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson? They're rich, weak bullies. It was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Dann würde ich sagen, machen wir kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss!